Und zurück bei Zelda. Ja, jetzt werden hier die drei heiligen Steine mehr oder weniger eingesetzt. Jawohl. Ach ja. Und das Triforce leuchtet. Jo. Okay, da hinten öffnet sich jetzt das Portal und wir können durch. Genau, Steuerung habe ich wieder. Und rein da. Und da ist es. Slaxi, ist das nicht? Schwert. Diese legendäre Klinge. Das Masterschwert. Oh mein Gott. Ja, tatsächlich, das Masterschwert. Und das werde ich mir jetzt natürlich sofort greifen. Wow. Hoppla. Na komm, zieh's raus. Aktion. Und es ist riesig, das Masterschwert. Wow, was geht denn jetzt? Ach du Scheiße. Hahaha, ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Wie wär's, wenn du dich einfach verziehst? Hässliche Kröte. Slaxi, wach auf. Du bist der Auserwählte. Wo sind wir denn jetzt? Hey. Ein alter bärtiger Mann. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels zogst. Ach Gott, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Slaxi, erschrick nicht, schau dich an. Ah, du heiliger Bimbam. Sieh nur, Slaxi, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. In der Tat. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun, hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Um Gottes Willen, ja. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelsten Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen.
Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Ich kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der sieben Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Och komm, jetzt red nicht so viel. Ich, Rauru, bin einer der Weisen. Ja, schön. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Oh, das ist echt behindert geschrieben. Dieser Satzbau ist katastrophal. Du bist der Träger des Masterschwerts, dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Jawohl. Jetzt kriegen wir auch gleich schon den ersten Teller. Also, ich meine natürlich solch ein wunderhübsches Symbol. Das Amulett des Lichts. Rauru, der Weise, gibt dir seine Kraft. Schön. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Zurück in der Zitadelle der Zeit. So, nach diesem längeren Gespräch folgt ein weiteres. Sluxy, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Oh nein! Los, lass uns gehen. Gerne doch, holde Fee Navi. Ich geh dann mal. Zwinker, zwinker. Da, 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 da. Der Nächste, der was will. Boah, wir merken natürlich sofort die drohende Gefahr. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Sieht irgendwie geil aus, der Typ. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohem Berge, einer in tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit den Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shika, überliefert wurde. Ich bin Shik. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Shika an. Okay, alles klar. Wahrlich, du siehst aus wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Sluxy? Jawohl. Auf nach Kakariko. So. Gut, also. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir sind 7 Jahre größer, haben das Masterschwert, unseren Hylia-Schild halten wir normal. Können einen Haufen Waffen nimmer benutzen. Und die Scheiße ist ganz schön am Dampfen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.